Ja, was tut man nicht alles für das Geld? Da wäre mal wieder ein großes Schiff. Ich bin ja fast schon versucht, das anzugreifen, weil wir haben jetzt in der letzten Zeit keine größeren Gefechte mehr gehabt. Und das sollten wir mal nachholen. So, komm, an Steuer. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das jetzt irgendwie so eine... Ja, ich wusste es. Wieso wusste ich das einfach? Ihr müsst dazu wissen, diese Art von Mission, das ist eine, das ist dieser Konvoi und alles mögliche, bla bla bla, bla 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 bla. Und genau dieser Konvoi, den wollte ich am Wochenende spielen und es hat nicht geklappt, weil der irgendwie verbuggt war und, ja, halt so verbuggt war. So ist mal, ist vielleicht ein bisschen... Ah, okay, wir haben sie sogar komplett down. Ja. Da! Oh, der hat viel Leben. Aber nicht genügend. Keine Chance. Ja, ein guter Treffer, zum Beispiel vom Mörser. So. Nix da, du schießt nicht auf mich. Ich will lenken. Ja, komm, den Piraten, Jägern gebe ich auch noch Stelle, die sollen halt herkommen. Ich brauch halt noch meine Zeit. So, der gut platzierte Schuss ist schon da gewesen. Und die Panzerung zu kaufen, würde ich, glaube schon behaupten, dass es das gebracht hat. Ich habe ja auch die Gespräche wieder ein bisschen lauter gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu laut ist, ob es zu leise ist. Keine Ahnung. Zieht euch mal da ran, ich will da rüber. Nicht nur ihr habt Pistolen. Ihr habt Glück, dass ich daneben schießen will. Oh, in your face. Du weißt, dass es dumm ist, so rumzustehen, aber gut. Ach, das gilt als Sprungattentat, wenn ich nur da dran klebe. Komm her. Steht eigentlich noch irgendwo... Nee, der ist weg, der Typ, wo da vorhin stand, halt. Schmeiß ihn mal... Bitte schmeiß ihn runter. Ja, so meinte ich das. Ich verliere immer meine komplette Crew. Wir brauchen größere Mannschaftsquartiere, damit wir mehr haben, die wir verlieren können. So, der auch noch. Ja, was tut man nicht alles für das Geld? Manchmal hat das Spiel so seine Probleme, die Gefechte einzufangen, was ein bisschen schade ist. Komm her. Komm. Ich hämmer die Tasten immer so lange, bis was passiert. Oh, ja, ich habe gar keinen Knopf gedrückt gehabt. Der will unser Crew mit... Nix da. Es lässt du lieber in Ruhe. Gut, gewonnen. Und was ist meine Belohnung? 10.000, gell? Das ist ja ein königlicher Konvoi. Der müsste 10.000 geben. Und die 10.000 und in die Flotte aufnehmen, weil das ist ein gutes Schiff. Ein ziemlich gutes Schiff. Wenn es der König benutzt, müsste es ja eigentlich sehr gut sein, sonst würde er es nicht benutzen. Weil der kann es sich ja leisten. So, noch andere Probleme. Irgendwie, hallo? Schlag eingesteckt, Captain! Feuer! Ja, er soll mich halt rammen. Es ist mir egal, solange er mich nicht komplett zerstört, also meine eine Panzerung oder wie ich das jetzt nennen soll. Solange er das nicht kaputt macht, sind wir noch Freunde. Bis dann, würde ich sagen, ist halt die Grenze erreicht.
Aber er hat eh keine Chance. Was will er eigentlich? Die Piratenjäger sind die besten, um Beute zu machen, weil die kommen von alleine zu allem her. Was besseres? Ach. Er hat es also geschafft, weil ich nicht bemerkt habe, dass er noch schießen kann. Ich habe gedacht, ich hätte ihn erledigt. Aber leider, leider nicht. Komm, zieht den mal her. Ja, gute. Wer hat den geworfen? Ich würde. Ja. Du kannst gut werfen. Ich würde dich gerne befördern. Leider kann ich das nicht. Ich hab eins. Ach. Wieder ging vorbei. Der hat getroffen. Der hat getroffen. Der hat getroffen. Die kommen immer aus ihrer Luke gekrochen wie so kleine Ratten. Und noch einen töten. Da lohnt sich eigentlich gar nicht mehr deswegen da nach drüben zu gehen, aber. Ja, mit zwei Fetten gleich anlegen. Okay. Komm her. Was ist dein Problem? Was ist dem sein Problem? Komm her. Gut, habt ihr euch ergeben? Alle zufrieden? Gut, sehr schön. So mag ich das. Und, was soll mit dem Schiff geschehen? Ja, also, Bekanntheit gerade brauche ich jetzt nicht verringern. Checkdoor reparieren wäre mir. Ja. Ja, komm, reparieren wir mal mein Schiff. Ihr habt es euch verdient. Ihr seid auch schuld, dass es kaputt gegangen ist. Sonst hätte es nämlich noch getan. Genau, und jetzt gehen wir mal in das in die Kajüte. Und statten uns mal ein bisschen besser aus. Dann kann ich euch auch zeigen, was ich mit besseren Pistolen gemeint habe in eins von den letzteren Videos. Werdet ihr gleich sehen. Statten wir uns aus. Also ganz vorne dran kommt mal die Montur. Aber nee, warte, die lassen wir einfach mal. So, Pistolensets. Wir haben diese Pistolen. 3-5-3. Und ich will. Guck, und das sind halt die, wo besser sind. Das sind 5-5-3. Die Reichweite ist zwar auch nicht so gut, aber ja, es ist halt in Schaden besser. Deswegen würde ich sie an sich ganz gerne haben, aber wir müssen halt für die, Bedingung aller Marineaufträge verliehen. Für die Bedienung aller Marineaufträge verliehen. Gut, die Marineaufträge müssen wir dann demnach machen. Dann Alte-Is-Schwert. Sehr, sehr geiles Schwert, muss ich schon sagen. Ist ein sehr, sehr geiles Schwert. Müsst ihr mal ausrüsten, wenn ihr es nicht ausgerüstet habt. Das Schwert sieht zwar geil aus. Ezius-Schwert, nee. Alte-Is ist außerdem aus dem ersten Assassin's Creed, weiß ich, weil ich es halt weiß. Oh, 5-4-3. Mal sehen, ob wir was Besseres finden. Das hier ist auch von den, verliehen für Vollendung aller Assassins-Aufträge. Wie viele gibt's denn davon? Ist halt dieses Pistolenschwert. Offiziersschwert 543. Ist, ja. Sind halt entweder wir machen die ganzen Assassins-Aufträge, was wir müssen. Oder wir kaufen halt gleich für 14.000 so ein Kackschwert. Ich glaube, wir machen die Assassins-Aufträge. Hoffentlich gibt's nicht so viele. Ist am Steuer. Gut, wo wollten wir das letzte Mal hin? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Wir haben jetzt schon zwei Festungen. Hier wäre so ein Tauchdings. Habe ich jetzt aber an sich eigentlich keinen Bock drauf. Holen wir mal die Festung. Die hätte ich jetzt gerne, die holen wir also. Ja, eigentlich müssten wir jetzt tauchen gehen, wenn wir dran vorbeikommen, aber... YOLO. Nein, ich will da leider nicht tauchen. Was heißt ja eigentlich leider? Ich muss es ja nicht machen. Kommen wir eigentlich auf dem Weg dorthin? Habe ich doch eigentlich eine Schatztruhe gesehen. Bloß wo? Ja.
that's all I want to know. Ich bin jetzt ein bisschen leise, aber ich finde das Lied, wo die da singen, eigentlich ganz cool. Ah, da wäre die Schatztruhe gewesen, da müsste ich jetzt zurückfahren, will ich aber nicht. Dann soll er sie halt bewachen, weißt du, das ist mir Jacke wie Hose, was der hier macht, der hat eh keine Ahnung vom Leben. Ja, du entdeckst mich bitte, mach das. Das wird dein Untergang sein, wortwörtlich. Ist vor auf der Seite von der Insel oder? Ach, das ist ja Ewigkeiten weg. Okay, wir müssen um die Insel herumfahren, um auf die andere Seite zu kommen, um dann das Vor kaputt zu machen. Ach, okay, ja. Bevor der schießt, schieße ich jetzt schon mal. Ah, so. Aber der Mörser hat noch nicht jetzt wirklich so die Reichweite und so den Schaden, dass ich den jetzt immer benutzen würde, weil, ja, geht halt. Ist gar nicht so schlecht, der Mörser, aber ich glaube, wir sollten den auf jeden Fall weiter aufrüsten. Weil mehr Schaden bei dem wäre an sich richtig, richtig geil. So haben wir, das haben wir zerstört. Und, okay, er hat noch geschossen, so ein bisschen, aber hat nicht getroffen. Bis jetzt wurden wir auch noch gar nicht getroffen, kann das überhaupt sein? Und wir haben es schon zerstört, es ging ja schnell, okay. Wer geht gleich runter? Das Vor, die Insel, von was redest du? Wer geht hier unter? Oder ganz gemütlich einparken. Ja, sage ich auch immer. Na, spring bitte nicht daneben. Ja, gut. Ich habe schon gedacht, er springt dran vorbei. Ich habe mich schon bereit gemacht zu heulen. Aber er ist nicht vorbeigesprungen. Wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin. Immer ein bisschen helfen. Ich muss ja auch meine neuen Schwerter ein bisschen zum Einsatz bringen, einweihen sozusagen. Ach, greift mich auch mal. Oha. Oh. Und da renne ich ins nächste Feuer rein. Okay. Ich habe gedacht, da könnte man sich nicht verletzen. Es drückt er mich ins Feuer und dann renne ich selber ins Feuer. Aber jetzt haben wir auch wieder Tag, ein bisschen schöneres Wetter und so. Okay, gut, dass man das auch gesagt bekommt, dass Feuer gefährlich ist. Aber die Schwerter hier sind einfach, haben Schaden ohne Ende und haben Angriff, Geschwindigkeit ohne Ende. Das sind richtig coole Waffen, kann ich nur empfehlen. Au. Wieso explodiert es, wenn ich hinrenne? So. Wieso denn eigentlich immer auf mich? Es sind doch genügend andere, die du töten kannst. Aber nein, man geht auf mich. Ja, du bist nicht der Einzige mit Waffen, habe ich dir schon mal gesagt. Ja gut, also der liegt jetzt unten. Ja, stimmt, es ist unter mir. Warte, ist hier irgendwo noch der Schatz? Ja, der ist auch unter mir. Wo ist der Schatz? Ist er denn? Ja, wahrscheinlich ist er Trenne oder so. Hier, Leute, hier steht eine riesig fette Schatztruhe. Ich kann sehen, wie die überquillt vor Gold und ich kann sie nicht nehmen. So, bei dir das gleiche Prozedere. Ich lade kurz nach, aber die Schüsse verschwende ich nicht für dich. Ah, jetzt haben wir auch einen englischen Stützpunkt eingenommen gerade eben. Nicht wieder ein Spanier. Wir müssen ja auch immer fair sein zwischen Spanier und Engländer. So ein bisschen variieren halt. Und jetzt müsste eigentlich oben rechts ein legendäres Schiff auftauchen.
Sage ich ja. Und das ist nicht nur ein legendäres Schiff, das sind zwei legendäre Schiffe. Und wir haben keine Chance gegen diese beiden legendären Schiffe, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen am Wochenende gespielt und ja, so ein bisschen ist gut, ein bisschen viel. Aber die sind nicht zu catchen. Müssen wir wirklich 100% haben von der Verteidigung her und vom Angriff her, damit wir das schaffen können, aber so weit sind wir eben noch nicht. 12.000, wir haben sogar 17. Ketten rüste ich jetzt mal nicht auf den Mörser. Doppelter Schaden. Aber ich habe kein Eisen. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Können wir auch mal gezielt holen, das Eisen. Schwere Kugeln 6.000. Feuerfester. Okay, warte mal. Stärke der Kugeln mache ich jetzt mal einfach. Ist zwar ein bisschen übertrieben, diese 12.000 dafür auszugeben. Das nächste kostet 35.000. Ist ja ein Schnäppchen. Wirklich ein Schnäppchen. Verkaufen. Fracht. Zucker. Ja, nee. Ist nicht wirklich viel. Nee, lohnt sich nicht. Lohnt, das lohnt sich alles nicht. Aber um was geht es denn jetzt eigentlich? Wir müssen. Ich sehe gerade irgendwie auf dem Ding. Ja. Warte mal. Irgendwie ist es gerade ein bisschen. Kann es sein, dass ich gerade ein bisschen leiser rede als vorhin, weil. Die Ausschläge auf dem Programm sind gerade nicht mehr so hoch. Komisch. Sehr, sehr mysteriös. Ja, da wären jetzt Schatztruhen, jetzt bin ich aber schon weggegangen. Was ist das? Gehen wir mal dahin. Wo ist es? Da vorne. Da vorne gehen wir hin. Da vorne sind wir drin. Also 1500 Meter. Genau. Jo, ich hab vergessen. Wo ist denn der? Ja, ich würde ihn jetzt eigentlich gerne. Nee, ich lasse ihn mal in Ruhe. Was? Oh. Ups. Ja, okay, wenn wir schon hier auf das Riff gekracht sind, dann hole ich jetzt auch die Schatztruhe. Tut mir leid. Ich habe das wirklich nicht gesehen, dass wir da drauf krachen. Hab auch nach hinten geguckt. Ich hab gerade gedacht, das wäre ein Kriegsschiff, dann hätte ich es nämlich eliminiert. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja auch noch nie ein Kriegsschiff hier angegriffen. Ich würde es auch gerne vermeiden, bis ich mich ein bisschen gelevelt habe und das auch wirklich überleben kann. Das nehmen wir gerne mit. Rum mal 3. Ich bin mir nie sicher, ob das jetzt heißt, dass ich 3 Rum bekommen habe. Oder ob das heißt, dass ich irgendwie dreimal irgendeine Portion Rum gekriegt habe. Das verstehe ich immer noch nicht. Aber wenigstens unsere Kugeln sind wieder aufgefüllt. Da hinten stehen die Piraten hier dumm in der Gegend rum. Der Rambock ist an sich eigentlich schon ganz geil. Warte, der sieht aber scheiße aus. Vorne ist er ja auch aus Eisen schon. Den sollten wir auch mal ein bisschen wieder aufrüsten. Vielleicht ist er dann ganz aus Eisen. Das wäre anscheinend. Also, ich könnte es mir ganz cool vorstellen, wenn der ganz aus Eisen wäre. Aber man weiß ja nie. Wir haben auf jeden Fall. Ach, wir haben nur noch 5.000. Also ich würde ja. Ja, warte. Gucken wir mal, was der denn so hat. Ja, okay, ich sehe es nicht. Sonst hätte ich halt jetzt gesagt, ich bleibe jetzt stehen und warte auf ihn und knall ihn dann halt ab und nehme seine Sachen mit, weil die haben an sich eigentlich immer ziemlich, ziemlich viel und ziemlich, ziemlich viel Eisen. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, ob er überhaupt was hat, dann greife ich ihn jetzt auch nicht an oder warte auf ihn. Es verbraucht halt Zeit. Ja, ich will. Ach, das ist Nassau. Okay. Wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Stimmt, das ist Nassau. Ja, kann sich sehen lassen. Truhen 22. Warte, steht da auch.
Aussichtspunkte. Ja, wahrscheinlich hat es hier 7 Aussichtspunkte. Okay, es hat wirklich 7 Aussichtspunkte. Was sind eigentlich, was sind das hier? Templerjagd. Würde ich auch gerne mal machen. Vielleicht könnten wir das ja machen. Wir holen da den Aussichtspunkt und so. Und